Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die gerade auf einem Date ist mit Luna. Außerdem ist heute Winterfest und anscheinend werden wir es ja dann wohl mit Luna verbringen. Ich habe hier eine neue Bar platziert, weil die von EA ist leider sehr, sehr schlecht. Einfach damit das dann ein bisschen schöner wird hier. Unser Aufenthalt. Ich bin gespannt, ob sie heute ein bisschen besser reagiert. Es ist ja ein bisschen schwierig mit uns auf der romantischen Ebene. Judith, why? Die haben auf jeden Fall gerade schon wieder Minus gehabt. Wow. Weißt du, da gucke ich 3 Sekunden nicht hin und bei denen klappt schon wieder gar nichts. Ich weiß nicht, was das zwischen den beiden ist. Wie cute ist das denn, bitten Vertraute zu sein? Ich würde dir auch gerne ein Geschenk geben, aber wir haben halt nichts. Hallo? Oh, scheiße. Wir erzählen immer wieder, dass sie ein schönes Outfit anhat. Bisher gefiel ihr das immer ganz gut. Nur wenn wir weitergingen, war das immer ein bisschen wild. Aber wir versuchen es einfach, weil sonst funktioniert das hier sowieso nie. Ja, die haben jetzt schon wieder Minus. Ich weiß es nicht. Ich verstehe das hier alles nicht, Leute. Was ist, wenn sie mal Händchen halten würden? Also das ist so an sich okay für sie. Aber ich dachte, sie bleibt jetzt hier oben. Das wäre voll süß gewesen, wenn die so Zeit alleine verbringen würden. Das hat ihr jetzt schon wieder nicht gefallen. Ich weiß es nicht. Kann das nicht. Also es ist hier komplett on-off. Soll ich das einfach mal drücken? Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie ablehnt. Und ich glaube, Amaya geht jetzt einfach mal all out. Es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Ja, warum ist sie jetzt sauer? Warum hatte sie jetzt eine negative? Warum? Ich verstehe hier gar nichts mehr. War echt nett mit dir. Ich rufe vielleicht an. Amber, wer bist du? So, was passiert? Sie haben beide ihren allerersten Kuss. Wait, sie hat angenommen. Also es freut mich, aber das macht sie dann mit? Sehr unbehagliche Begegnung. Okay, den Kuss hat sie jetzt wieder abgelehnt. Also, ja, geh lieber einfach. Also wenn Luna geht, dann kann sie auch gehen. Also irgendwie ist das ganz, ganz wild. Hi, Girl. Ich kann mir halt auch keinen Reim daraus machen, warum das so ist. Also warum sie so ein Problem hat. Lecker schmecker Pizza. Also die haben halt immer mal wieder so positive Momente. Und dann kurz darauf ist Luna wieder so komplett abweisend. Und ich weiß nicht, warum. So, das ist ja für sie auch einfach richtig scheiße, weil sie weiß ja nicht, woran sie jetzt ist. So einfach mixed feelings. Süß, alle laufen hier mit Weihnachtsmützen rum. I love it. Ja, an Weihnachten kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als im Müll zu wühlen. Deswegen machen wir das jetzt. Eine Postkarte, wie süß. So, dann nochmal Teile plündern, my girl. Ja, ja. Es ist nicht schön, aber anders funktioniert das hier nicht. Sie ist der Meinung, dass die Verabredung ein Erfolg war. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, die Postkarte behalte ich. Das finde ich süß. Oh mein Gott, hi. What up, girl? Das ist so süß, dass sie an Weihnachten vorbeikommen. Wieso hat sie ja nicht mit jedem immer eine unbehagliche Begegnung? Zusammenwachsen durch gute Zeit, ihr zwei. Süß. Also Sophia ist auch eine Maus. Über Schwarm flüstern. Süß. Ich meine, mit wem anders kann sie ja jetzt auch nicht reden über Luna. Sie steht halt zwischen zwei Stühlen, weil sie mit beiden befreundet ist, aber wem soll sie sich sonst anvertrauen? Oh, ihr süßen Mäuse. Sollen wir ihr die Postkarte schenken? Das wäre schon ein bisschen süß, oder? Na komm, ich fände es süß. Ich hoffe, ihr gefällt das. Also sie freut sich auf jeden Fall, dass sie überhaupt ein Geschenk bekommt. Und? Ja! Oh, ihr gefällt das, wie süß. Cutie! Das freut mich natürlich sehr. Okay, Freitag ist der Talentwettbewerb. Ich hoffe, dass ich dran denke. Ey, diese Frau macht mich fertig. Kann nicht sein. Sie kommt nicht zu uns, aber sie so, ich bin in deiner Nähe. Ich sehe alles. Ich meine, sie hat sich bestimmt auch gefragt, wie sie Weihnachten verbringt. Ich hoffe sehr, dass der Weihnachtsmann auch vorbeikommt. Er ist da! Okay, auch wenn Amaya wild ist, wir kämpfen nicht mit Väterchenfrost. Wir stellen uns natürlich respektvoll vor. Er denkt sich so, was ist das hier? Also hier gibt es kein Geschenkeberg. Ich kann nichts auffüllen. Was soll das? Und sie so, ich habe noch nicht mal ein Haus. Als ob ich ein Geschenkeberg habe. Dann fragen wir aber nach einem Geschenk. Jetzt ist sie sauer. Hallo. Kannst du bitte nicht Väterchenfrost anschreien? Komm, schenk mir was Cooles. Und? Es scheint dir jetzt nicht so zu gefallen. Sie hat hier eine positive Stimmung, aber sie hasst das Geschenk trotzdem. Es ist ein Zukunftswürfel. Nein, den behalten wir nicht. 325! Let's go. Übrigens, diese Kühlbox wollte ich mir kaufen. Kann man da... Nein, man kann leider kein Essen reintun.
Das wäre ja zu schön gewesen. Aber hatte sie zumindest ein schönes Winterfest. Wie gesagt, eigentlich dürfen wir ja auch nicht mit Erwachsenen reden. Aber ich finde, das ist halt was anderes. Es ist Väterchen Frost. Ist ja kein dahergelaufener Mensch. Sophia spielt die ganze Zeit mit unserer Bertha. I love it. Aber dann müssen wir zumindest nicht immer was zu essen bestellen. Dann können uns auch hier mal was rausgrabben. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Weil auch wenn uns das Bestellen nichts mehr kostet, aber es ist halt zeitaufwendig. Ich glaube, sie sollte sich einfach schlafen legen. Er trinkt die ganze Zeit noch. Oh, ja, jetzt ist er verschwunden. Aber eventuell können wir damit was anfangen. Mal schauen. Vladislaus, nein. Mit Kyle flirten? Scusi? Warum kennen wir Kyle Kylesen überhaupt? Ach, warte, war das nicht unser Barkeeper? Aber trotzdem, wir haben 4 Simoleons bekommen durch unsere Wundermünzen. Ja, es hat sich gelohnt. Pflanzies! Tschüss und tschüss. Wir können die Kartoffeln pflanzen. Es bringt zwar nicht mehr so viel, aber wir können es tun. Ich kann das leider nicht aufheben. Das ist gemein. Was ist mit ihm denn? So, alles hier schön in der Reihe. Wah. Kennt ihr das, wenn ein schwangerer Star bei euch auf dem Grundstück einen Schneeengel macht? Nee, du darfst nicht mit der reden. Wow, sie ist glücklich? Was denn hier los? Gibt's ja gar nicht. Wusste nicht, dass diese Frau glücklich sein kann. Hallo, das ist mein Müll. Oh, nein, du darfst trotzdem nicht mit ihr reden. Wühl, du darfst nicht mit ihr reden. Hör auf. Gerade sie hat meinen Müll weggeräumt, aber Gott sei Dank nicht. Sind gute Müllpflanzen, ja? Potenzielle. Ist wichtig für mich. Sonst komme ich nicht an Geld. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich brauche Geld. Hey, 195. Let's go. Ich denke, sie geht einfach wieder ins Café und singt. Dann übt sie quasi für den Talentwettbewerb. Ey, yeah. Ich danke euch so sehr. 14 pro Person, also pro Tipp, ist mittlerweile schon echt gar nicht mal so schlecht. Brittany Cho findet es auch nice. Da denke ich mir so, Girl, kannst du mich nicht sponsoren oder so? So als Star. Jetzt macht die hier einen Hype. Hallo. Ich singe hier. Yay, also 6000 sollten wir heute schon erreichen, würde ich sagen. Dann fehlt ja schon gar nicht mehr so viel, bis wir endlich ein Haus haben können. Das ist halt das, wenn im Regelwerk steht, dass man erst ein Haus haben darf, wenn man halt ein komplettes, funktionstüchtiges Haus hat von mindestens 3 Räumen und so. Klar, es macht es schwieriger, aber ich meine, einen Raum oder so hätten wir uns ja schon zwischendurch leisten können. Und deswegen ist es nice, wenn wir dann endlich so weit kommen, dass wir ein Haus haben oder so, weil dann wird die Welt besser. Im Frühling wird die Welt sowieso besser, allein schon, weil wir unseren Garten dann haben. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Ich meine, sie versucht natürlich ein Haus so zu kreieren, dass sie es ihren Eltern zeigen kann, dass sie auch alleine klarkommt. Und irgendwann möchte ich die ja dann auch versöhnen. Hoffentlich. Wäre ja ein Träumchen. Ey, das läuft wirklich gut gerade. Noch einmal, dann haben wir 16.000. Ja, I wish, Alter. Aber 6.000 ist auch schon gut. Jawohl, 6.000. Noch 4.000. Also ich meine, es müsste funktionieren mit 10.000. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Aber es ist jetzt sehr so erstmal das Ziel, was ich mir gesetzt habe. Deswegen hoffe ich, dass es das wird und sie ist ein Newcomer. Wow, das ist mega gut. Ich gebe die Ruhmpunkte jetzt noch nicht aus. Ich würde ihr gerne später diese Videostation kaufen, weil dann können wir das hier nehmen. Das wäre sehr, sehr cool. Aber jetzt gerade bringt uns das ja noch gar nichts. Aber das ging auf einmal voll schnell. Was denn hier los? Aber heute ist auch ein guter Tag, würde ich sagen. Also es läuft auf jeden Fall sehr viel besser als jetzt die letzten Male. And we love it. Sogar unsere ehemalige Direktorin hat uns Geld gegeben. Ich meine, wer weiß, ob die weiß, dass wir obdachlos sind. Hier ist zweimal dieselbe Person. Die haben anderen Namen, aber die heißt Alexia. Und die heißt Alexia und die sehen 1:1 gleich aus. Muss ich mir irgendwie Sorgen machen? Ich möchte noch, dass sie das nächste Level erreicht. Dann wäre sie auf jeden Fall für morgen vorbereitet. Ich glaube, mit Level 7 kann man schon mal gewinnen, oder? Nee, mit Level 8 dann ja sogar. Also, wenn sie dann den Talentwettbewerb nicht gewinnt. Ups, ich habe ihre Bedürfnisse hochgecheatet aus Versehen. Ich setze das mal zurück, ne? Also, zumindest diese Sachen. Ups, hä? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Mit UI-Cheats, wenn man auf Bedürfnisse Rechtsklick macht, dass das dann einfach alles füllt. Aber good to know. Komm, du hast es gleich. Ey, wir haben so viel Geld heute gemacht. Das ist ja krass. Kann nicht mehr, ey. Die hören gar nicht auf, mir zu spenden. Aber es ist gut. Also ich freue mich. Level 8. Ich kann eigene Songtexte schreiben. Wenn sie dann Klavier- oder Gitarrenfähigkeit hat. Aber trotzdem ist das cool. Ja, 16 Simoleons kriegen wir jetzt. Ey, ist das crazy. So, jetzt solltest du deine Stimme noch ein bisschen schonen für morgen. Und dann kriegen wir das hin.
Die wird das gewinnen. Und ich hoffe, dass wir dann auch was kriegen dafür. Das wäre so crazy. Wäre ja ein Erfolgserlebnis. Muss auch mal sein, oder? Ach, die Kartoffelpflanzen sind ja nur im Winter. Also hat das wirklich nichts gebracht letztendlich. Egal. Es ist schon okay. Dinge passieren. Alle bauen hier auch Schneemänner auf meinem Grundstück. Also irgendwie scheint mein Grundstück nicht mehr ganz mir zu gehören. Mehlpflanze. Yay. Jedes Geld, das wir kriegen können, nehmen wir. Okay, sie schläft heute im Zelt. Hat sie so entschieden. Sie ist einfach random aufgewacht. Okay, dann schläft sie vielleicht doch im Bett. Steht hier, wo der Talentwettbewerb ist? Sternengucker-Lounge. Ach, da kann man dann direkt dahin. 18 Uhr. Ich muss dran denken. Mehr Müllpflanzen. Yay. Dann haben wir die 10 Simoleons, die wir fürs Reisen ausgeben müssen, schon wieder drin. Vlad, Entschuldigung. Vlad kommt hier hin, chippt Schnee und möchte mit meiner Kuhpflanze spielen. Alles klar. Hier, der fragt einfach nichts mehr. Also ich dachte, er will so mich aufessen. Nein. So, dann lass uns noch mal ein bisschen wühlen. Na komm. Die will immer weggehen, ne? Du kannst sie den Müll nicht einfach liegen lassen. 115. Und noch ein Müllhaufen. Nice. Weil das weggeglitscht ist, ist es einfach direkt ein Müllhaufen geworden. And we love this. Ich wische auch immer den Schnee. Ja, ja, morgen ist Silvester. Juckt. Mach vielleicht mal einen Schneeengel. Sweet. Mit der Strumpfhose stelle ich mir das zwar ein bisschen blöd vor, aber Dinge passieren. In eine Phase eintreten und eine gemeine Phase. Ja, irgendwie sind das alles immer Dinge, die sie schon lange hat. Ja, auch das hier, ne? Die Rechnungen bezahlen sich nicht von selbst. Ja, ich will ja einen Job annehmen. Aber das können wir halt auch erst machen, wenn wir ein Zuhause haben. Ein richtiges. Dann kann sie ja mal ein bisschen Schlittschuh fahren. Vielleicht tut ihr das ganz gut vorher. Das ist aber ganz schön unordentlich hier. Soll ich dir helfen, das Chaos zu beseitigen? Fräulein, ich kenne dich nicht. Du bist nicht meine Nachbarin, du bist von Sulani. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe ein besonderes Geschenk für dich. Okay, Luna? Das machen wir dann noch fix. Was ist das Geschenk? Okay, anscheinend gibt's keins. Auf geht's. Lass mal Luna mitnehmen. Ah, das ist das hier in Sammashuno. Das heißt, das ist draußen. Ich hätte sonst ihr so ein cooles Outfit gegeben. Ich meine, ich hätte ihr halt das hier gegeben. Aber ich kann dir das hier einfach auch als Kaltwetter-Outfit geben. Genau das hier. Haha! Und weil ich cool bin, gebe ich ihr jetzt noch so einen Zopf oder so. Das kommt ungefähr von der Länge hin. Süß! I like it a lot. Nein, aber für so einen Talentwettbewerb macht man sich ja dann auch mal schick. Sie sieht so süß aus. Wir müssen noch 10 Simoleons abziehen. So. So, der Talentwettbewerb beginnt. An Open Mic teilnehmen. So, Amaya Roberts hat sich für den Talentwettbewerb angemeldet. Schnapp dir das Mikro oder Instrument, wenn du auf die Bühne gerufen wirst. Da kann sie vielleicht nochmal ihre Akne abdecken. Ich denke, das ist etwas, was sie tun würde. Jetzt ist sie auf jeden Fall ready. Und sie sieht so cute aus, ne? Und Amaya hat jetzt die Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Aber diese Frau muss da weg. Hush now, my love. Das singt sie. Wie süß kann man aussehen? Ich brauche davon ein Foto, weil sie so süß aussieht. Und vielleicht singt sie dann auch einfach noch ein Lied. Oh, wir kriegen da auch Geld. Nice. Weil sie kann mittlerweile auch echt gut singen. Sweet. Oh, sie fühlt es auch richtig. I love it. Soll sie noch ein Lied singen? Also habe ich kein Problem mit. Ich hatte kurz die Hoffnung, weil wir in Sammashuno sind, dass wir Jeremy mal sehen. Aber ich glaube, Jeremy taucht nirgendwo auf. Finde ich ein bisschen wild. Also ich habe ja extra diese Storyline entworfen. Und dann sehen wir den nie. Und dann kann sie sich ja wie jeder normale Mensch etwas zu essen bestellen. Ich hoffe sehr, dass sie gewinnt. Ladies Night. Das ist schön. Aber Sophia, wir sind gerade beschäftigt. Luna scheint zu gehen. Ja, ich sitze auch mal auf dem Klo und rede mit mir selbst. Ganz normal. Ich lasse die jetzt einfach nochmal ein bisschen singen üben. Weil ich meine, irgendwann muss eine Auflösung kommen. Achso, bis 23 Uhr geht das. Okay. Danach müsste ja dann eine Auflösung kommen. Hoffentlich. Aber wir können das mitnehmen. Nice. Man gewinnt nichts? Also so wie es aussieht, gibt es da nicht unbedingt dann was. Hm. Man kann teilweise dann für einen Preis vorgeschlagen werden, aber das war es dann auch. Schade. Ich dachte wirklich, dass man da irgendjemandem was gewinnen kann. Dann gehe einfach. She tried her best. Ich meine, ein bisschen berühmter in Anführungszeichen hat sie jetzt ja dadurch auch gewonnen, ne? Also vielleicht war es ja nicht ganz für die Katz. Ja, Müllpflanzen. Good night, girl. Silvester, woo. Also sich einen Vorsatz fassen kann sie auf jeden Fall. Ich fände es cool, wenn es mehr Vorsätze geben würde. Besser in der Schule werden. Schwierig jetzt. Wir machen einfach das mit der Fähigkeit. Das ist am realistischsten. Level 4 der Gartenfähigkeit, wow. Oh, direkt Vorsatz umgesetzt, wow. Nicht so, wie das laufen sollte, aber naja. Die Wundermünzen sind echt nett. Ich würde aber an der Stelle, glaube ich, den Part beenden.
Wir können ja im nächsten Part in einem Club dann feiern gehen. Ich meine, wenn schon Silvester ist, kann man sich auch ein bisschen Party gönnen, oder? Ich meine, sie ist eh ein Partygirl. Und an Silvester geht man dann ja vielleicht noch eher raus. Ist vielleicht besser, als im Schneesturm in seinem komischen Unterschlupf zu gönnen. Zu sitzen, wollte ich sagen. Ich find's krass, dass die süße Maus jetzt ein Newcomer ist. Aber ich denke, dass uns das ein paar Türen öffnen wird. Ich meine, nicht jeder Newcomer ist obdachlos, am I right? Aber hoffentlich sind wir es bald nicht mehr. Gut, dann sehen wir uns sicherlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!